So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Bitpanda Portfolio Update. Heute mit einem Tag Verzögerung. Habe mich gestern mit einem Teil der Community zum Mittag getroffen und das ist dann doch etwas länger geworden und ausgeartet. Deswegen habe ich es gestern nicht mehr geschafft, das Portfolio Update aufzunehmen. Dafür gibt es aber was zu gewinnen heute. Kommt dann im News-Part, also noch ein bisschen dranbleiben. Wir starten jetzt erstmal rein mit den Top-Movern der Woche. Da haben wir Nayro mit über 91% im Plus, The Duckhorn-Portfolio mit über 106% im Plus, WW International mit über 123% im Plus und Warta mit über 257% im Plus. Jetzt kommen wir zu den Top-Verlierern. Wie sieht es da aus? Da haben wir China International mit über 29% im Minus, China Galaxy mit über 30% im Minus, Huatai Securities mit über 35% im Minus und WeSendit mit über 36% im Minus diese Woche. Wie sieht es bei mir aus am Portfolio? Und ihr könnt es im 1-Tages-Chart schon sehen, es hat sich nicht viel getan. Wenn wir auf den 30-Tages-Chart wechseln, sehen wir auch, es geht die ganze Zeit seitwärts. Im letzten Bitpanda Portfolio-Update war ich bei den 39.540 circa. Jetzt heute sind wir bei den 39.600. Das hier könnt ihr jetzt ignorieren. Wir sind 0,15% im Plus. Ein bisschen mehr als 60 Euro plus diese Woche. Panthers ist wieder ein bisschen gesunken. Da gab es FAT. Irgendwelche Leute haben behauptet, es wird verschoben auf Q2 2025. Das war aber nicht aus offizieller Quelle. Da wollte einfach nur irgendwer günstiger Panthers kaufen und hat da die Community ausgetrickst, ein bisschen verunsichert. Da merkt man aber, wie unsicher die Community noch ist, dass es vielleicht doch noch verschoben wird. Ich glaube aber eigentlich nicht so fix, wie der Leon das gesagt hat. So überzeugt, wie der Leon geklungen hat, rechne ich stark damit, dass Panthers jetzt in Q4 launchen wird. Was ist sonst so noch am Portfolio passiert? Eigentlich nicht viel. Der Steelcoin ist reingekommen, über den sprechen wir ein bisschen. Dividende, der Hippo-Token. Ich habe beides noch im Portfolio, ich habe noch nie keins von beiden geswappt. Zu Steelcoin gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Schauen wir uns dann in den News aber auch nochmal genauer an. Was die Portfoliogewichtung angeht, da hat sich doch einiges getan. Obwohl jetzt nur 60 Euro dazugekommen sind, hat sich da im Portfolio ganz schön viel verschoben. Best war ja schon fast bei 55%, unten ist jetzt wieder bei 59,26%. Dafür hat Panthers abgegeben, ist von den 18 auf 16% runter. Und der Rest, der gammelt einfach nur rum, da ist nicht viel passiert. Aber wir merken auf jeden Fall, es hat wieder ordentliche Bewegungen zwischen Panthers und Best gegeben. Und ich glaube auch, dass ein erfolgreicher Start von Panthers für den Best gar nicht so schlecht wäre. Dann kommen wir zu den Staking Rewards und Dividenden. Da blende ich mich gleich mal wieder aus, damit man das Ganze besser sieht. Die erste Woche im Oktober ist jetzt um. 3 Wochen haben wir noch vor uns. Wenn wir den 75er Schnitt halten können, dann werden wir ungefähr bei den 300 Euro landen. Kommt aber natürlich darauf an, wie stark Best jetzt noch performt in diesem Monat und die Altcoins, die ich stake. Wenn wir zum Monatsende hin wieder ein bisschen einen Aufschwung erleben, könnte es sogar vielleicht ein bisschen mehr werden. Müssen wir aber abwarten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal. Wenn wir auf die Jahresübersicht wechseln, hoffe ich ja, dass wir jetzt in den letzten 3 Monaten noch ein bisschen was rausholen können. Wenn wir jetzt nur 300 Euro im Schnitt pro Monat rausholen, würden wir 900 Euro dazu bekommen. Wären wir knapp unter den 4.000 Euro dieses Jahr an Rewards. Das ist noch ein Stückchen weit weg von 2022 und 2021. Ich glaube noch immer, dass wir eine gute Chance haben für eine Endjahresrallye. Ich hoffe ja, dass wir so in den, über den 4K-Bereich kommen, so in die Levels von 2022. Zwei Events sehe ich noch kommen, die die Kurse stark beeinflussen können. Zum einen die FTX-Ausschüttungen, da werden ein paar Millionen wieder in den Markt fließen. Und davon wird wahrscheinlich dann auch wieder ein großer Teil in Kryptowährungen landen. Und das zweite ist die US-Wahl. Einige Analysten behaupten, dass wenn Trump gewinnen würde, würden wir einen massiven Push bei Bitcoin sehen. Das liegt jetzt nicht an Trump selbst, aber an seinem Team, das schon Pläne hat, wie sie Bitcoin-Reserven aufsetzen könnten. Und sollte Trump gewinnen, steht diesen Plänen eigentlich nichts mehr im Weg. Und das wird einige Leute sehr, sehr bullish stimmen. Ich muss sagen, ich finde beide Kandidaten unsympathisch, aber für Krypto glaube ich, wäre Trump vielleicht ein wenig besser. Das war's jetzt mit dem Wochenrückblick. Jetzt springen wir noch schnell in die News. Letzte Woche habe ich noch darüber berichtet. Jetzt ist es schon soweit. Es gibt eine neue Asset-Klasse auf Bitpanda, nämlich die Security Tokens. Und gestartet hat das Ganze mit dem Steelcoin. Es waren ein paar Community-Member vor Ort, deswegen kann ich euch hier ein paar Eindrücke von dem ganzen Event zeigen. Also hier die Bitpanda-Lounge. Es war sehr viel Security und Prominenz vor Ort. Der Kurz war da. Oliver Kahn war da, also es waren wirklich viele Leute, hier sieht man ihn auch noch. Es war ein sehr cooles Event, also hat allen Leuten sehr, sehr gut gefallen. Wie ich schon vorher gesagt, einige Promis waren da, wie der Oliver Kahn, der Kurz und der Bröll, also ein paar Politiker waren
dieses Mal auch vor Ort. Hier dann auch nochmal die Rede vom Erik zu den Security Tokens. Anbieten und insbesondere eine Asset-Klasse, die extrem interessant ist, weil zum einen es ist schwierig ist, Leute reden immer von Hochhäuser tokenisieren und so weiter. Und jedes Mal sage ich, es ist nicht so einfach, weil das Tokenisieren ist einfach, aber der Handel ist nicht einfach, weil ich muss ja zu jeder Sekunde einen Markt haben. Ich muss ja jemanden haben, der das kauft, der verkauft. Und das ist ein Problem. Während ich bei Rohstoffen, Stahl, ja jedes Mal im Prinzip einen Marktpreis habe. Und da funktioniert das. Und deswegen ist es extrem schön, dass wir einen lokalen Partner haben, der sehr etabliert ist in Europa. Und dass man dann durch die Nähe hier auch Vertrauen fassen konnte, über viele Monate das Ganze erarbeiten konnte. Und vor allen Dingen, man muss sich überlegen, das ist eine komplett neue Asset-Klasse, die wir auch aufbauen mussten. Also das heißt, es ist im Prinzip so, wie jetzt, wenn man sagt, man bringt Aktien auf die Plattform. Das heißt, es muss komplett neu gebaut werden. Aber ich glaube, in dem Fall, es lohnt sich und ich finde es extrem spannend. Ich werde nachher auch anfangen zu investieren in Stahl, weil eben es eine Asset-Klasse ist, die ich mir selber auch noch nie wirklich zulegen konnte. Und dementsprechend bin ich sehr stolz, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben und als Leuchtturmprodukt in Europa, als Vorzeigeprodukt, das zusammen machen mit Marcel und freue ich mich, dass wir den Abend dann gebührend feiern können dafür. Großer Applaus, vielen Dank, Erik. Danach gab es den Countdown, da wurde runtergezählt und dann war Steecoin auch schon live auf Bitpanda zum Handeln. Für alle Best VIPs, die auf Rollen geklickt haben, die haben dann ihre ersten Anteile von einem Steecoin auf ihrer Wallet gutgeschrieben bekommen. Einige haben mich gefragt, wie das mit den Steuern ist, mit Security Tokens. Da werde ich extra nochmal den Flo von Blockpit fragen und da die neuesten Infos holen. Da werde ich dann aber ein eigenes Video dazu machen. Dann, das ist vielleicht auch noch für ein paar User interessant, die immer darauf achten, ob Bitpanda weiter wächst. Ja, das tun sie. Die Userzahl steigt schön weiter. Wenn man live davor ist, kann man wirklich beobachten, wie sekündlich User dazukommen. Und zum Launch von Steecoin gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Man kann nämlich 1000 Euro in Steecoin gewinnen. Wie kann man daran teilnehmen? Man muss mindestens 30 Euro in Steecoin investieren zwischen dem 11. Oktober und dem 18. Oktober. Also 6 Tage habt ihr noch Zeit und vielleicht seid ihr einer der 30 glücklichen Gewinner, die 1000 Euro in Steecoin erhalten. Und das ist noch nicht alles. Das ist jetzt das Gewinnspiel von Bitpanda und es gibt aber auch noch ein Gewinnspiel von mir, nämlich ein Community-Mitglied hat mir ein Goodie-Bag von der Veranstaltung mitgebracht und da ist auch eine Steecoin-Kappe drinnen und ich glaube, die gefällt so einigen Leuten. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Eine schwarze Steecoin-Kappe gibt es heute zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Einfach nur das Video liken und unten in die Kommentare schreiben. Danke Nicole, denn die hat mir das Goodie-Bag mitgebracht. Den Gewinner ziehe ich dann live im nächsten Bitpanda-Portfolio-Update. Hier haben wir auch eine interessante Statistik zu den Spotlights. Insgesamt wurden schon mehr als 2,7 Millionen Euro in Form von Tokens an Best VIPs ausgezahlt. Das ist schon eine gigantische Summe. Und auch wenn wir uns die Beteiligung anschauen, also wie viele Leute die Spotlights wirklich claimen, da gab es ja immer teilweise Rücksetzer, wo Leute Spotlights verpasst haben etc. Aber beim letzten, beim Steecoin, sehen wir, da war das Interesse wieder groß, da haben wir ein neues All-Time-High gemacht. Und jetzt denken sich einige Leute, warum ist hier mal ein roter Chart, warum ist der Chart hier unten grün, wieso stehen da zwei verschiedene Zahlen, Min und Max, das verstehe ich nicht. Also die obere Zahl ist, wenn wir alle, die geclaimed haben, auf VIP 1 runterrechnen würden, dann wären das 58.065 VIP 1, die geclaimed haben. Würden wir das Ganze alles auf VIP 5 runterrechnen, dann sind das 11.613 VIP 5. Wenn wir auf die 250 Millionen Best runtergebrannt haben, dann kann es nur noch 5.000 VIP 5 geben. Was bedeutet das? Bitpanda muss dann aktiv auch immer was zurückholen, um Coins zu verbrennen. Es werden auch immer wieder Leute verkaufen, je höher dann der Bestpreis geht. Nicht jeder wird ihn ewig halten. Jeder hat seinen Preis sozusagen, wo er dann realisiert. Dann fließen auch wieder Coins zu Bitpanda zurück. Nur die werden dann nicht wieder in den Markt gespült, sondern Monat für Monat dann verbrannt. Natürlich abhängig von dem, wie viele VIPs traden in diesem Monat, wie viel Volumen wird generiert. Weil es werden ja immer 0,25% der Tradinggebühren zurückgekauft. In Best und dann diese werden auf eine Wallet gelegt und am Ende des Monats verbrannt.
Dann zur Community-Umfrage. Wie sieht's da aus? Wie ist die Stimmung in der Best-Community? Da hatten wir ja ein neues Tief letztens. Langsam sieht's danach aus, als würden wir uns da erholen. Natürlich ein Announcement, ein bisschen Vorfreude für die Best-Leute wäre sicher nicht schlecht. Aber ich habe auch schon gehört, dass gestern auf der Veranstaltung einige Leute mit dem Erik, mit dem Lukas Enzersdorfer, mit dem Christian Thummer gesprochen haben. Und da werden noch einige coole Sachen auf uns zukommen. So viel kann ich euch verraten. Und auch wenn es jetzt so ein bisschen seitwärts geht, ich glaube, wenn sie dann eine Sache nach der anderen releasen, glaube ich, wird die Stimmung in der Community auch wieder steigen. Dann ist es auch schon ein Video online von der European Blockchain Convention, wo der Erik ein bisschen spricht. Ich hoffe, sie haben den Vortrag von Panthos auch aufgenommen und dass der in den nächsten Tagen live geht. Sobald er da ist, werde ich den natürlich auch mit euch teilen. Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann, wir haben gerade über den Christian gesprochen. Er arbeitet ja in der AI-Sparte von Bitpanda und bringt da jetzt die ganzen Features nach vorne. Und die Community hat ihm am Event auch gleich Feedback gegeben, dass die einzelnen AI-Features hoffentlich nach Best-VIP-Levels freigeschalten werden. Wenn man von den erweiterten AI-Features profitieren will, dann muss man halt Best-VIP werden. Je stärker die Features, desto höher das VIP-Level, würde ich sagen. Aber schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ich hoffe, er nimmt unsere Vorschläge an und setzt sie dann auch so um, weil das wäre echt was Cooles für den Best, was sicher auch einige neue Leute zu Best dazu bringen kann. Wenn die natürlich von den besseren AI-Features profitieren wollen, ja, dann muss man halt VIP werden. Hier findet ihr dann auch noch einen Blog zur DevCon. Es scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Nächstes Jahr soll wieder eine stattfinden. Und mit externen Speakern sogar und interaktiven Komponenten. Da bin ich echt gespannt auf die DevCon 2025. Ist jetzt nur für die Entwickler interessant, aber ich wollte es erwähnt haben. Jetzt kommen wir zu den neuen Assets auf Bitpanda. Stocks war es jetzt nur einer, Barrett Retro. Und sonst gab es eigentlich nur Spotlight Tokens und ein paar Meme Coins. Also der Steecoin wurde gelistet, Trio, Zero Labs. Und so denkt das Hippo, ein Meme-Coin. Das waren jetzt schon alle News und die neuen Coins auf Bitpanda. Jetzt springen wir rüber in die Charts. Wir starten wie immer mit BTC USDT auf dem Eintageschart. Wir sehen hier, wir haben die 65.000 nicht erklimmen können, wurden rejected und sind sogar unter die 60.000 nochmal gefallen. Wir haben aber in diesem Bereich hier guten Support gesehen. Und dann ging es auch wieder ein bisschen nach oben. Und jetzt haben wir dann auch eine leichte Erholung gesehen. Momentan sind wir noch nicht über den Berg. Wichtig wäre es, dass wir eine Zeit lang über den 63.000 bleiben. Wenn wir jetzt nochmal Richtung zu den 60.000 tippen, das ein drittes Mal antesten, dann ist halt die Frage, wie stark ist dann noch der Support? Die News bei Bitcoin sind eigentlich gut. Vor allem was DeFi auf Bitcoin angeht, also bei den Second Layern. Da haben wir einen BitLayer, der macht extreme Fortschritte. Und auch Staking auf Bitcoin wird bald möglich sein durch die Babylon Chain. Kurz zusammengefasst, es bringt dann die Bitcoin-Sicherheit für Proof-of-Stake-Systeme und man selbst kann dann Bitcoin dort staken, um dann ca. 3-5% im Jahr auf seine Bitcoins extra zu bekommen. Sehr, sehr interessante News, sehr, sehr interessante Entwicklungen. Wenn ihr dazu ein eigenes Video wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich finde das Thema halt spannend. Muss aber nicht sein, dass das jeden interessiert. Vielleicht müssen sich die News auch erst wieder ein bisschen verbreiten. Ich habe jetzt kurz auf den Wochenchart rüber gewechselt, damit wir ein bisschen so die Szenarien abschätzen können. Also, bullisches Szenario, wenn wir uns über den 63.000 Richtung zu den 65.000 bewegen und uns in dieser Region halten können, schließen drüber ab, sehen vielleicht nochmal einen Retest auf die 65.000 und dann zischen wir los. Das wäre natürlich auch mein Lieblingsszenario. Wir müssen uns aber das bärische Szenario auch vor Augen halten. Was ist, wenn wir uns nicht über den 63.000 halten können, wenn weitere Abverkäufe kommen? Ja, dann werden wir nochmal das 60.000er Level antesten. Und dann ist die Frage, wie viel Support liegt dort? Momentan ist das gar nicht so viel. Wenn man sich die Verkaufsseite hier anschaut, liegt hier unten jetzt im Vergleich dazu nicht so viel. Ja, das ist halt natürlich die Frage, wie viele Leute wollen dann auf dem Level auch verkaufen und wie viele Orders kommen dann von Spontankäufen rein oder von, wenn wir uns halt in die Range bewegen. Das ist dann immer die Frage, das müssen wir dann live beobachten. Und wenn dann viel Verkaufvolumen kommt, also ein starker Ruck nach unten, dann kann es das Level vielleicht brechen, dann vielleicht verkaufen dann noch ein paar mehr Leute und dann kommen wir wieder in diese 56.000er Region, da entscheidet sich dann wieder, wie viel Support ist dort vorhanden. Wahrscheinlich auch nicht so viel. Ich glaube, viele Leute werden darauf spekulieren, hier unten nochmal einzukaufen in dieser Support-Area bei den 53.000.
wo ich persönlich auch den Dip gekauft habe, wie es hier runtergelaufen ist und wo ich auch wieder den Dip kaufen würde, würden wir hier jetzt nochmal runterlaufen. Hier mit dem Bitcoin Dominance Chart auf CoinMarketCap kann man sich den einfach anschauen. Oben auf Bitcoin Dominance klicken und dann kriegst du hier die ganzen Daten dazu. Hier sehen wir die blauen Felder. Also wenn das blaue Feld größer ist, dann ist die Bitcoin Dominanz stärker und die Altcoins schwächer. Das heißt, Bitcoin performt in der Regel dann stärker als die meisten Altcoins. Natürlich gibt es da auch immer Ausnahmen, wo dann mal ein Altcoin stärker performt. Aber in den Phasen, wo die Bitcoin-Dominanz zurückgeht, normalerweise performen die Altcoins. Und ihr könnt euch ja noch an 2021 erinnern, wo die Altcoins richtig stark performt haben. Da ist die Bitcoin-Dominanz zurückgegangen. Genauso wie hier in 2017. Und ich glaube, wir stehen auch wieder kurz davor, dass jetzt sozusagen die letzte Welle nach unten kommt, wo wir noch starke Bitcoin-Dominanz sehen. Hier war der Peak bei 70% damals und ich glaube, diesmal werden wir auch so einen Peak haben. Wir sind jetzt bei 56, wahrscheinlich ein bisschen schwächer, weil ihr seht, von Cycle zu Cycle wird das immer ein bisschen weniger. Das heißt, ich glaube, wenn die BTC-Dominanz so bei den 60-65% ist, dann wird das Top-Out sein und dann, glaube ich, wird es wieder in die andere Richtung gehen. Dann geht auch diese Altcoin-Season los, von denen alle sprechen. Und dann kommt wieder eine Zeit, wo Bitcoin im Verhältnis zu den Altcoins wieder ein bisschen schlechter performt. Das ist dann, wenn der ganze Retail auch wieder reinkommt, die glauben, die Chance bei Bitcoin verpasst zu haben und in diverse Altcoins investieren. Aber das sind nur meine Gedanken dazu. In Zukunft können wir uns ja den Chart dann auch nochmal anschauen und dann wirklich schauen, wo ist dann BTC ausgetoppt, sozusagen die Bitcoin-Dominanz, und wo hat der Punkt angefangen, wo dann die Altcoins besser performen. Ist auf jeden Fall immer ein interessanter Chart auch zu beobachten. Es gibt auch Leute, die traden danach. Wo ist jetzt die meiste Nachfrage in der letzten Zeit hergekommen? Eigentlich nur durch die institutionellen Investoren, die über die ETFs investieren. Da haben wir das meiste Volumen gesehen. Wir haben ja ein paar Outflows gesehen, aber gestern haben sie wieder richtig zugeschlagen, auch am 7. Oktober eine ordentliche Summe reingebuttert. Wir sind aber unter ein 100er Average gefallen. Das müssen wir jetzt echt beobachten. Kommen wir da wieder drüber, kommen jetzt wieder stärkere Inflows oder fallen wir jetzt konstant immer weiter unter den 100er Schnitt? Das müssen wir im Auge behalten. Das ist eine wichtige Kennzahl, die uns da ein bisschen einen besseren Aufschluss über die Nachfrage gibt. Jetzt werden sich einige noch fragen, wieso ich dann hier nochmal den Dip kaufen würde. Zwei große Events stehen uns noch voran, wie schon vorher im Video erwähnt. Zum einen die FTX-Auszahlungen. Klar, ein paar Kreditinstitute haben ein paar Milliarden schon vorher abgecashed. Die werden nicht mehr in den Markt fließen. Aber es sind trotzdem, glaube ich, noch 16 Milliarden ungefähr, die dann wieder zurück in Cash an Kryptoinvestoren fließen. Und was machen diese Kryptoinvestoren? Die handeln natürlich mit Kryptowährungen und dann werden sie dieses Geld auch wieder nutzen, um Bestände aufzustocken, die sie damals beim FTX-Crash vielleicht verloren haben und gerne wieder hätten. Das heißt, ich rechne nicht nur mit einem Push bei BTC, sondern auch ein Push bei gewissen Altcoins, die vor allem viel auf FTX getradet wurden, sowie Solana, Polygon etc. Und das zweite Event sind die US-Wahlen, die stehen ja auch noch an. Und je nachdem, wer da gewinnt, das kann natürlich den Markt auch beeinflussen. Wie gesagt, die Analysten erwarten, dass wenn Trump gewinnt, dass wir eine stärkere Bewegung beim Bitcoin sehen werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Was sagt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich weiß, der Dirk wird dir das gleich wieder schreiben. Alles geht down. Die Welt geht unter, keiner kauft mehr Bitcoin. Ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Ich freue mich, wie weit wir in der Adoption vorangeschritten sind, wie viel Inflows da generiert werden durch die ETFs, was sich alles auf Bitcoin aufbaut. Also da haben wir noch eine spannende Zukunft vor uns, meiner Meinung nach. Und klar, man muss am Ball bleiben, man muss dranbleiben, man muss halten können. Das ist gar nicht so einfach, ja. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, was wir in ein paar Jahren für eine Entwicklung hingelegt haben beim Bitcoin und bei anderen Kryptowährungen, ist das einfach nur gigantisch. Ich kann mich noch erinnern, da war Bitcoin 5000 Dollar wert und da waren wir noch weit weg davon, von einer Mainstream-Akzeptanz, wie wir sie jetzt sehen. Wahnsinnige Entwicklung und ich glaube, es wird einfach nur weitergehen. Ich glaube, Bitcoin kann man gar nicht mehr aufhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber das ist meine persönliche Meinung. Deswegen bin ich auch dauerbullisch. Das war es jetzt schon zu Bitcoin. Jetzt springen wir rüber zum Best. Wie sieht es beim Best aus? Da hatten wir ja einen ordentlichen Dip die Woche. Es scheint mir aber, dass das ein Verswapper war, weil das wurde so schnell wieder aufgekauft. Das war ein Wahnsinn. Zeigt auf jeden Fall Stärke. Ich glaube, wir bauen hier in diesem Bereich den Boden aus. Kommt mir auf jeden Fall so vor, als könnten wir dieses Level sehr, sehr gut halten. Die Frage ist jetzt, wann kommen die nächsten Announcements für Best? Wie lange zieht sich das noch, bis wir da schön drüber ausbrechen können?
über diese ewig lange Seitwärtsphase jetzt. Ich weiß auf jeden Fall vom Event, dass sich der Christian zum Beispiel auch gewünscht hätte, dass alles ein bisschen schneller geht, aber es liegt halt an den verschiedenen vielen Abteilungen und an dem ganzen Legal Team etc., dass das alles nochmal absegnen muss, dann muss man noch was ändern. Ich würde mir auch wünschen, dass sie bam, bam, bam ein Ding nach dem anderen raushauen, aber wir brauchen auch ein bisschen Geduld. Es werden noch Features und Vorteile für Best kommen, wir müssen uns da nur ein bisschen gedulden. Wie schätze ich die Lage von Best jetzt ein? Was glaube ich wird passieren? Also ich glaube, wir werden eigentlich seitwärts verlaufen, eine Zeit lang jetzt noch. Ja. Das bärische Szenario wäre natürlich, wenn der Markt weiter stürzt, dann kannst du Best auch weiter runterziehen. Dann würden wir nochmal dieses 45 Cent Level antesten. Die Frage ist dann, ob wir da genug Support dann haben und es dann nochmal halten können. Das mittlere Szenario, das ich jetzt eher so sehe, ist, dass wir hier noch ein bisschen seitwärts gehen, bis etwas geleakt wird, es ein Announcement gibt oder irgendeine News oder ein neuer Vorteil bekannt gegeben wird für Best. Dann kann es auch schnell wieder nach oben gehen. Das wäre dann das bullische Szenario, dass wir uns so langsam nach oben bewegen. Dann kommt ein Announcement und dann brechen wir das 50 Cent Level, sehen nochmal einen Retest aufs 50 Cent Level und ziehen dann schön weiter davon. Das wäre mein Wunschszenario, aber im Moment rechne ich eher damit, dass es noch ein bisschen seitwärts geht, bis halt was announced wird. Im Moment übersteigt einfach noch nicht die Nachfrage das Angebot, weil einfach auch immer Rewards rausgeschüttet werden oder es hält sich so ziemlich in der Waage. Wenn natürlich ein neues Feature kommt, wo Leute wieder aufstocken wollen oder überhaupt neue Leute Best-VIPs werden wollen, dann kann das schnell wieder gehen, dass die Nachfrage stärker wird und das Angebot übersteigt und dann schießt natürlich der Preis auch wieder nach oben. So viel zum Best, also momentan eher langweilig. Jetzt springen wir rüber zum Panthos. Wie schaut es beim Panthos aus? Da haben ja einige geschrieben, Panthos stirbt, aber nein. Da haben wir jetzt nur ein paar Gewinnmitnahmen gesehen. Es gab viel FUD, also Behauptungen, dass Panthos verschoben wird und nicht in Q4 launcht. Das waren aber keine offiziellen Quellen, Leute. Also ja, da wollte irgendjemand nur sich einen Spaß erlauben mit der Community und günstig Panthos aufkaufen. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass wir schon in dieser 15 Cent Region ein bisschen Widerstand sehen. Aber wir sind sogar noch drüber hinausgeschossen Richtung zu den 17 Cent. Und dann haben die Gewinnmitnahmen gestartet. Und das ist ganz klar. Wenn wir hier ein bisschen rauszoomen und wenn hier Leute wirklich hier schön den Dip gekauft haben, dann haben sie hier jetzt schon ihr Kapital verdoppelt. Da werden einige auf sicher gegangen sein und werden einfach Gewinne mitgenommen haben. Vor allem, weil man jetzt nicht genau weiß, wann genau launcht jetzt Panthos in Q4. Kommt es noch diesen Monat? Kommt es nächsten Monat? Kommt es erst im Dezember? Das ist halt die Frage, die sich viele Leute stellen. Und da denke ich mal, dass sich einige gedacht haben, vielleicht kann man da einen Swing Trade mitnehmen. Wenn wir jetzt hier ganz rauszoomen, ja, und wir nehmen jetzt hier jetzt wirklich die ganze Bewegung mit rein, eigentlich, es passt alles. Wir sind kurz drunter gedippt und dann haben Leute jetzt schon den Dip gekauft und wir sind schon wieder am Steigen. Also ich sehe das als ganz normale Gewinnmitnahmen. Zusätzlich gepaart mit FUD, ja, also die Leute, die hier oben verkauft haben, werden wahrscheinlich auch diesen FUD gestreut haben, damit dann die Leute verkaufen und sie dann hier unten wieder ein bisschen aufstocken können. Und klar, ich verstehe die Unsicherheit von einigen Leuten, wenn Panthos jetzt nochmal verschoben werden würde, würden sicher einige Leute swappen. Und ich glaube, derjenige, der diesen FUD verbreitet hat, hat das auch gewusst und das gezielt genutzt, um die Kurse hier wieder runterzubringen. Denn eines ist sicher, Panthos wird ins Mainnet gehen, es wird eine dicke Werbekampagne geben, es wird Exchange-Listings geben auf anderen Börsen, wo dann wahrscheinlich die Nachfrage nach Panthos auch noch steigen wird. Das heißt, wir sind hier noch ganz am Anfang. Lasst euch jetzt nicht von solchen Sachen rausschütteln. Ich weiß, wenn man 6 Jahre jetzt schon vom Anfang an bei Panthos dabei ist, kommt einem das schon wie eine Ewigkeit vor. Aber die Geschichte von Panthos geht meiner Meinung nach erst los. Wir werden erst sehen, wie viele Projekte auf Panthos aufbauen werden, wie viel Nachfrage für Panthos entsteht, auch durch die Nodes, die ja Panthos halten müssen im Hintergrund, um eine Service-Node zu betreiben. Also da wird noch einiges auf uns zukommen, meiner Meinung nach, vor allem wenn es international bekannter wird und die Werbetrommel auch richtig gerührt wird. Was erwarte ich mir jetzt in der kommenden Woche für Panthos? Also wir sehen zum einen hier unten haben die Leute schon ordentlich den Dip gekauft. Wahrscheinlich dieselben Leute, die hier oben den FUD produziert haben und haben hier einige Leute wahrscheinlich auch aus dem Markt gespült, wenn man sich denkt, das waren, also diese Kerze waren ihre Verkäufe, vielleicht ein bisschen was von dem hier noch und der Rest waren dann User, die Panik gehabt haben, dann haben die da ordentlich einen Reibach gemacht bei diesem Trade. Ich kann euch nur empfehlen, folgt immer den offiziellen Kanälen oder wenn ihr euch nicht sicher seid, geht ins Panthos Telegram und fragt dort nochmal nach.
weil wenn nichts offiziell bekannt gegeben wurde, dann ist das meistens einfach nur FAT. Deswegen glaube ich auch, werden wir in der kommenden Woche wieder Käufe per Pantos sehen von Leuten, die jetzt vielleicht aus Panik verkauft haben und merken, hey, das stimmt alles gar nicht und dann geht es wieder weiter. Das wäre jetzt so das bullische Szenario. Das heißt, wenn die Leute drauf kommen, hey, das war alles nur FAT, glaube ich, geht es wieder schnell auf die 14, dann Richtung zu den 15 Cent. Vielleicht brauchen wir auch noch ein bisschen, bis wir die 15, 16 Cent Region brechen. Wichtig wäre aber natürlich, dass nochmal ein offizielles Announcement kommt von Pantos. Hey, wir launchen in Q4, dann glaube ich, kommt die Sicherheit bei den Leuten wieder rein und dann steigen wir da auch, glaube ich, wieder schneller nach oben. Und dann sollte einen weiteren Kursanstieg eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Das eher neutrale Szenario wäre, wir testen nochmal das 12 Cent Level an, es hält und wir bouncen dann von da weg und vielleicht geht es dann noch ein bisschen seitwärts, bis dann das Announcement von Pantos kommt, dass sie in Q4 launchen und dann steigen wir Richtung 14, 15, 16 Cent. Und das bärische Szenario wäre, wenn es kein Part war, wenn da irgendjemand schon Insights gehabt hat und Pantos das wirklich kommende Woche announced. Das wird natürlich den Kurs komplett zum Einbrechen bringen, weil dann sicher einige Leute ihre Positionen umschichten werden oder zumindest ihre Pantos-Position wieder reduzieren werden. Gehe ich davon aus, ich persönlich nicht. Es gab von offizieller Seite nichts dazu, dass es verschoben wird. Und der Leon war sich auch sehr, sehr sicher im Gespräch, dass Q4 klappen wird. Deswegen gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass sie verschieben werden. Wir werden sicher noch ein offizielles Statement vom Pantos-Team dazu bekommen. Sobald das da ist, werde ich das natürlich auch mit euch teilen. Für sowas am besten immer mir auf Twitter folgen, weil dann seid ihr am neuesten Stand. Wenn es da Infos gibt, da poste ich es als erstes. Das war es jetzt auch schon mit dem Bitpanda Portfolio Update. Nicht vergessen, wenn ihr die Steecoin Cap gewinnen wollt, danke Nicole in die Kommentare schreiben. Danke Nicole, dass du das Goodie Bag mitgenommen hast, so dass wir mit der Community auch ein bisschen was teilen können von dem Event. Und danke nochmal für die ganzen Eindrücke. Ich wünsche euch allen noch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.